Hallo und willkommen zum Mastery-Video des Video-Lernzykluses Maßstab. Hier löst du Aufgaben zum Thema Maßstab ganz alleine. Bevor wir jetzt loslegen, hier noch ein kleiner Sicherheitscheck. Stoppe das Video und ergänze die Textlücken in den folgenden Sätzen durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine mathematisch korrekte Aussage entsteht. Danach werden die Lösungen eingeblendet. Schaffst du es? Wenn nicht, dann schau dir besser nochmal das Basic-Video zum Thema Maßstab an. Stoppe das Video jetzt. Hier findest du die Lösungen. Also, lass uns gleich loslegen mit dem Lösen von Aufgaben. Ich werde dir zu jeder Aufgabe immer Tipps bereitstellen. Probiere zuerst, die Aufgabe alleine zu lösen. Stoppe dazu das Video. Wenn du das nicht schaffen solltest, probiere die Aufgaben mit Hilfe der Tipps zu lösen. Dafür musst du wieder auf Play drücken. Nach den Tipps zeige ich dir meine Musterlösung. Kennst du noch Katharina aus dem Intro-Video? Wenn nicht, dann stelle ich sie dir jetzt vor. Das ist Katharina. Katharina möchte in den Urlaub fahren. Am liebsten würde sie eine Weltreise machen, um alle Sehenswürdigkeiten der Welt einmal zu entdecken. Nur hat Katharina leider nicht so viel Zeit. Deswegen macht sie einen Tagesausflug mit ihrem Freund Lukas in den Miniaturenpark Minimundus nach Klagenfurt am Wörthersee. Erste Aufgabe. Lukas und Katharina sind gerade am Weg nach Klagenfurt mit dem Auto. Sie sind schon eine Weile unterwegs und Katharina fragt sich, wann sie denn endlich in Klagenfurt ankommen. Sie schaut auf ihre Straßenkarte und misst mit dem Lineal 20 cm nach Klagenfurt. Die Karte ist im Maßstab 1 zu 750.000 gezeichnet. Wie viele Kilometer sind es noch bis nach Klagenfurt? Stoppe das Video jetzt und probiere die Aufgabe selbstständig zu lösen. Wenn du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, dann drücke wieder auf Play und schau dir meine Tipps für das Lösen der Aufgabe nacheinander an. Danach präsentiere ich dir eine Musterlösung. Erster Tipp. Probiere aus dem Text die Maßstabszahl und die gemessene Länge zu erkennen. Zweiter Tipp. Versuche zu formulieren, wie man mit Hilfe der Maßstabszahl die gemessene Länge auf der Karte in die reale Länge umrechnen kann. Dritter Tipp. Dein Ergebnis wird in der Einheit Zentimeter angegeben. Du musst das Ergebnis noch auf die Einheit Kilometer umrechnen. Im Basic-Video haben wir schon herausgefunden, dass wir Längen auf Karten in eine Reallänge umrechnen, indem wir die gemessene Länge mit der Maßstabszahl multiplizieren. Die Maßstabszahl ist in unserer Rechnung die Zahl 750.000. Die gemessene Länge auf der Karte ist 20 cm. Nun müssen wir also 750.000 mal 20 rechnen. Da kommt als Ergebnis 15 Millionen heraus. Da wir von Zentimeter ausgehen, die wir gemessen haben, ist das Ergebnis also 15 Millionen Zentimeter. Lass uns diese Zahl noch in Kilometer umrechnen. 15 Millionen Zentimeter sind 150.000 Meter, sind 150 Kilometer. Wir schreiben also noch einen Antwortsatz. Katharina und Lukas müssen noch 150 Kilometer fahren, bis sie in Klagenfurt ankommen. Zweite Aufgabe. Katharina und Lukas machen auf ihrem Weg nach Klagenfurt einen kleinen Zwischenstopp in Graz, um sich den Grazer Uhrturm anzusehen. Katharina findet den Ausblick so fantastisch, dass sie den Uhrturm zeichnen will. Lukas meint, in einem Maßstab von 1 zu 200 bekommst du den 28 Meter hohen Turm gut auf ein A4-Blatt. Wie hoch muss Katharina den Turm zeichnen, wenn sie ihre Zeichnung in Maßstab 1 zu 200 anfertigen möchte? Stoppe das Video jetzt und probiere die Aufgabe selbstständig zu lösen. Wenn du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, dann drücke wieder auf Play und schau dir meine Tipps für das Lösen der Aufgabe nacheinander an.
Danach präsentiere ich dir eine Musterlösung. Erster Tipp: Probiere aus dem Text die Maßstabszahl und die reale Länge zu erkennen. Zweiter Tipp: Du musst die angegebene Höhe noch auf eine geeignete Einheit umrechnen. Dritter Tipp: Versuche zu formulieren, wie man mit Hilfe der Maßstabszahl die reale Länge in die Planangabe umrechnen kann. Erinnere dich, wir rechnen eine reale Längenangabe in einen Maßstab um, indem ich die reale Länge durch die Maßstabszahl dividiere. Die Maßstabszahl ist in dieser Rechnung die Zahl 200. Die reale Länge ist in dieser Aufgabe die Höhe des Turms mit 28 Meter. Rechnen wir zuerst die Höhe des Turms in Zentimeter um. 28 Meter sind gleich 2800 Zentimeter. Nun dividieren wir die reale Länge durch die Maßstabszahl. Wir rechnen 2800 dividiert durch 200 ist gleich 14. Das heißt, Katharinas Zeichnung des Turms wird 14 cm hoch werden. Schreiben wir noch eine Antwort. Katharina muss den Turm in ihrer Zeichnung 14 cm hoch zeichnen. Das war's von mir für dieses Video. Weiter geht's mit einem weiteren Mastery-Video.